Hallo Leute, der nächste Gratis-Bock ist in Österreich gelandet und zwar Bug Zero aus den Niederlanden. Hallo Leute, Bug Zero ist in Österreich gelandet, ein niederländischer Gratis-Broker, bei dem man europäische Aktien kaufen kann und natürlich auch verkaufen. Und irgendwie sind wir Österreicher schon irgendwie heiß drauf auf diese Gratis-Broker, Trade Republic und ja, wir möchten das auch. Und jetzt ist eben Bug Zero da und es ist eine tolle, hippe Smartphone-App, die es ja in sich hat. Aber, und jetzt kommt's gleich. Also, was bekommt ihr denn mit Bug Zero? Ihr bekommt ein gratis Depot, gratis Cash-Konto, also ein gratis Verrechnungskonto, nicht steuereinfach, hunderte europäische Aktien, das heißt eine Adidas, Unilever, also aus dem deutsch-niederländischen Bereich fand ich bisher Aktien aus Wien oder aus den USA keine Aktien bislang. Aktuell gibt es keine Gebühr. Bug Zero sagt aber auch, wir werden Gebühren einführen und zwar, wenn du eine Market Order aufgibst, sprich eben einfach sagst, jetzt bitte die Order ausführen zum nächstbesten Preis, dann kostet das Ganze 1 Euro. Oder wenn du eine Limit-Order eingibst, dann eben kostet das Ganze 2 Euro. Und ansonsten wird es in Zukunft so sein, dass wenn du eine Gratis-Order haben willst, dann wird Bug Zero einmal am Tag deine Order ausführen zu einem bestimmten Preis. Wenn du eine Gratis-Order haben möchtest in ferner liefen, in einigen Monaten, dann sagt Bug Zero, ja, dann führen wir die irgendwann einmal an diesem Tag aus und bekommst irgendeinen Preis zugeteilt. Also da schwingt etwas mit, das sich nicht so gut anfühlt. Bug Zero sagt auch, wir sind commissionfrei im Vergleich zu Trade Republic zum Beispiel. Das heißt, sie bekommen keine Kommissionen, keine Kickbacks. Wie finanzieren sie sich denn dann? Und zwar finden wir dann nämlich in den Bedingungen etwas, was nicht so schön ist. Und zwar verleiht Bug Zero unsere Wertpapiere, die wir haben. Das kennen wir bereits zum Beispiel von DEGIRO oder auch bei Interactive Broker gibt es Depots, wo Wertpapierleihe stattfindet. Es werden natürlich Sicherheiten reingenommen, aber im Fall des Falles, wie sicher sind diese Sicherheiten, die da reingenommen werden? Wie genau prüft denn der Bug Zero das Ganze? Und im Worst Case könnte es sein, wir haben 10 Stück Adidas im Depot und es werden diese 10 Stück weiterverliehen an irgendjemanden anderen. Bug Zero bekommt eben da Commissions herein, eben eine Provision und nimmt eine Sicherheit herein. Und diese Sicherheit ist aber nicht so sicher wie geglaubt und die 10 Adidas-Papiere können eben nicht mehr zurückgegeben werden oder nur noch 7 Stück und wir schauen dann durch die Finger, wir. Das heißt, ja, billig traden hat eben auch seinen Preis und bei Bug Zero heißt es eben, okay, du kannst eben zum aktuellen Zeitpunkt wirklich kostenlos traden über die Smartphone-App. Gleichzeitig aber geht davon aus, dass wir deine Wertpapiere verleihen. Und wenn wir uns eben diese App ansehen, es gibt eben kein Webinterface, dann ist eben auch hier, genauso wie bei Revolut, das Ganze sehr, sehr rudimentär. Und rudimentär bedeutet einfach gehalten natürlich, aber auch, es gibt gewisse Einstellungen nicht. Wenn ich mir die Charts dort ansehe, dann stellt es mir die Grausbirnen auf. Also da werden nur die letzten 1 bis 3 Monate angezeigt und das eben so, ja, kritzekratze. Also meines Erachtens nicht wirklich. Also ein professioneller Trader wird die Hände davon lassen und wir Sterblichen, naja, also ich habe es ausprobiert oder ich probiere es aus. Ich werde auch genauso wie bei Revolut nicht sehr, sehr warm mit dem Ganzen. Ein Zuckerl ist für Neukunden, dass sie dir eine Aktie schenken. Und zwar ist das ein wenig eine Lotterie. Ich packe euch da unten einen Code hinein, da könnt ihr bei der Beta-Version mitmachen von Bugs. Sieht dann so aus, dass
du und ich eine Gratisaktie bekomme, wenn du dich erfolgreich registriert hast. Ich habe eine Commerzbank-Aktie bekommen im Wert von 3,50 Euro. Und die Aktien, die eben hier da verteilt werden, sind, glaube ich, bis zu einem Wert von 50 Euro. Ich vermute mal, es gibt eben aber relativ viele kostengünstige Aktien, wie eben eine Commerzbank-Aktie. Ja, jetzt habe ich eben in meinem Paxiro-Depot nur eine Commerzbank-Aktie liegen. Ja, ansonsten, Paxiro ist eben ein Anbieter, der jetzt in Österreich gestartet ist, der es eben probiert. Wiederholend keine Depotgebühr, keine Gebühr fürs Verrechnungskonto, nicht steuereinfach. Aktuell Quartes Trading von einigen hundert europäischen Aktien. US-Aktien bzw. Aktien der Wiener Börse sind nicht dabei. Ansonsten, ja, ganz nett gemacht. Die Gratis-Aktie ist ein nettes Gimmick, mehr aber nicht. Wenn ihr ebenfalls die Lust habt, da mitzumachen und euch das Ganze einmal anzusehen, es ist risk-free, also risklos, mit dem Code da unten, wenn ihr Geld einzahlt, ja, jede Aktie dort kann verliehen werden. Auf euer eigenes Risiko macht das Ganze. Sie sagen selbst, bei Paxiro, Market Orders und Limit Orders sind aktuell gratis, später kosten sie 1 bzw. 2 Euro. Paxiro nimmt keine Kickbacks. Es gibt Überweisungen bzw. Abhebungen sind ebenfalls kostenlos. Erfolgt über ein IBAN-Konto bei der ABN AMRO. Es gibt keine Custody Fee. Dafür werden eben die Wertpapiere verliehen und Market Data, ja, das, was man da eben bekommt, das ist ja wirklich einfach gehalten, das ist ebenfalls kostenlos. Pax kommt aus einem Bereich wie zum Beispiel binäre Optionen und das halte ich und auch die EU-Kommission bzw. die EU für mehr als schwindlig. Darum ist es eben in der EU nicht mehr erlaubt, weil es eigentlich wie ein Glücksspiel ist. Und Paxiro ist jetzt sozusagen ein neues Geschäftsfeld von Pax. Ja, schaut euch es an, wenn ihr wollt. Das ist mein Bericht über Paxiro. Ich werde wahrscheinlich hin und wieder mal das ausprobieren, aber im Großen und Ganzen, na, es ist mehr als eine Spielerei, ist es nicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Natürlich gerne wieder für Fragen für euch da. Bei den Kommentaren schreibt eure Frage rein. Ich freue mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Video. Drückt Thumbs up oder den Abonnieren-Button, damit ihr kein Video mehr versäumt von mir. Bis bald und auf Wiedersehen. Ciao, euer Andreas.